Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fuchsbox von Enno. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fuchs von Enno, das Ganze am vergangenen Freitag, den 3. Mai, erschienen. Wir haben heute, wie wir sehen können, den 7. Mai. Ja, ich weiß nicht, was los war. Es hat überaus lange gedauert, bis diese Box ihren Weg zu mir gefunden hatte, obwohl ich sie Monate im Vorhinein bestellt habe. Aber ja, kann man nicht ändern. Daher erst heute das Unboxing. Gut, wir machen zuerst mal die Folie ab. Wir haben hier eine ziemlich große Box, also ähnlich wie eine Schuhschachtel, wie so ein Schuhkarton, aber doch etwas größer noch gehalten. Wir haben hier einmal oben Enno Fuchs stehen, das ist in dieser, ich sage jetzt mal, GTA-Schrift, und generell das Artwork des Albums, das ganze Design ist sehr an GTA angelehnt. Wir haben hier rechts oben auch passenderweise einen Hubschrauber. Sieht so ein bisschen nach Polizeihubschrauber aus, die einen dann irgendwie bei, ich glaube, 2 oder 3 Sterne hat man gebraucht für einen Hubschrauber, verfolgt haben. Und dann haben wir hier einen riesen Fuchskopf, der hier vor Palmen so in der Luft schwebt. Und dann noch hier diese weiße Augenbraue, diese weiße Augenbrauenstelle, die ja ganz charakteristisch für Enno ist, der sie auch in der Vergangenheit und aktuell sehr oft als Fuchs bezeichnete. So, von der Seite ist das Ganze, also von der Unterseite, blau. Auf der rechten Seite lesen wir hier alles oder nichts, also das Label, über das das released wurde. Enno Fuchs, hier wieder blau und hier wieder Enno Fuchs mit Palmen und alles oder nichts. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, glatt blau, dieser Farbverlauf. Und hier gibt es dann noch die Credits zum Album und einen Barcode. So, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, machen wir mal auf und jetzt finden wir auch raus, warum die Box so riesengroß ist, denn wir haben hier einen Boxinhalt, der diese ganze Größe verantwortet, nämlich ist das dieser hier, kommen wir gleich dazu. Wir haben hier einmal einen Shaker, also so eine Trinkflasche. Dann haben wir das Album an sich. Sticker 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Dann einmal eine Infokarte, so ein Infoflyer für Merch bzw. die Tourdaten. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. Hier kann man echt einiges drin verstauen. Und dann machen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem ja hier das Album und der weitere Inhalt noch in Folie sind, werden wir das mal hier erledigen. So, als erstes das Album. Und dann haben wir hier den Rucksack, zu dem kommen wir dann noch später. So, dann packen wir mal hier alles zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Standard-Jewel-Case und hier haben wir Enno abgebildet, der hier auf der Straße hockt. Mit einem Fuchs, der hier so aus seinem Rücken entwächst, mit einer Totenratte im Maul. Dann hier links dreht ein Mercedes seine Runden. Er dürfte hier gerade so einen Donut oder einen Burnout machen. Hier ist jede Menge Dampf und Rauch zu sehen. Enno Fuchs lesen wir links unten. Und dann haben wir hier noch so diverse Zahlen und Buchstaben auf den Häuserfassaden. Hier lesen wir Enno. Hier hinten lesen wir dann noch Fuchs. 183. Und hier
hier das Ganze in Blau gehalten. So sieht das aus. Auch hier lesen wir wieder Enno Fuchs. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl und wir haben insgesamt 6 Features auf diese Tracks verteilt. Wir haben Features von Mero, Jamule, Reezy, Rata, Luciano und Noah von der KMN Gang. Credits und Barcode auch hier wieder drauf. Dann schauen wir mal hinein. So, jawohl. Also wie gesagt, das Artwork hier komplett in diesem GTA-Look. Erinnert mich in diesem Fall sehr an Vice City. Hier haben wir die ersten 5 Tracks inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat und natürlich wer gefeatured wurde. Also Iceberg hier der maßgebliche Produzent, der hat wirklich das meiste hier auf dem Album produziert. Ja, der Boss ist natürlich auch mit am Start, der Label-Boss Rata. Spannenderweise hier mit einer Tommy Gun. Und dann haben wir hier Enno mit dem etwas moderneren Gerät. Also das dürfte wohl eine, ist die Frage, eine M4 sein oder? Nein, ich befürchte es eine, was heißt ich befürchte? Ich nehme an, es ist eine HK416, Heckler & Koch. Dann haben wir hier diverse 500-Euro-Scheine in seiner Hand und einen dicken Pelz. Dann haben wir hier die weiteren Tracks. Enno Fuchs. Weitere Tracks. Und das ist dann wohl Mero mit 2 Maschinenpistolen. So, was haben wir hier? Okay, also hier haben wir mal die ganzen Social Media Auftritte von Alles oder Nix und von Enno. Dann haben wir noch die Credits zum Album. Also wer hat gemixt, gemastert, etc. etc. Und das gefällt mir richtig gut. Das ist auch wieder so ein richtiges GTA-Feeling. Also, wer damals GTA gespielt hat, die Maps, die Karten haben ja immer so dieses Design gehabt. Aber in diesem Fall hat man sich was Besonderes einfallen lassen, denn wenn wir uns das hier ansehen, das ist Wiesbaden, in diesem Fall genau das Viertel von Enno, denn was wir hier sehen, also was hier so nummeriert ist, 1 bis 9, genau diese Straße hier, die diese zwei dicken Straßen miteinander verbindet, hier so quer verläuft und so durchnummeriert ist, das ist die besagte Wellritzstraße, die auch Enno schon, oder der Enno ja schon das erste Album, sein erstes Soloalbum gewidmet hat. Jawohl, hat man hier schön verarbeitet und dann gibt es noch Alles oder Nix. So, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Instrumental sind ja hier keine dabei. Schauen wir mal ganz kurz die CD an. Ist so gehalten, wie auch schon das Albumcover. Alles oder Nix Records lesen wir hier. So sieht das aus. Gut, dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Die sieht so aus. Enno hier mit orangenem Bandana maskiert und einer AK. Dürfen hier gerade einen Überfall planen. Enno mit schwarzem Stift unterschrieben. Einseitig bedruckt. Dann haben wir diesen Infoflyer hier zur Enno Live 2019. Also das sind die Tourdaten. Und das Ganze startet in Wien. Sauber. Und geht vom 11. November bis zum 30. November. Und hier gibt es dann auch noch Enno Merch, der hier vom Design her sehr stark an das Mercedes-AMG-Logo angelehnt ist. Kommen wir zu den Stickern. Wir haben hier insgesamt 3-mal ein Enno Fuchs Sticker. Dieser ist, hier kann man sehen, kreisrund. Also man kann hier diese Kreise rauslösen. Dann hat man hier so ein schwarz-weißes Fuchswappen. Und dann haben wir 3-mal quadratisch diesen hier. Also sieht so aus, als wäre hier Enno der Chef in der Fabrik. Hier mit diversen Telefonen am Tisch. Daneben läuft die Geldzählmaschine und im Hintergrund wird seine Box verpackt. So, dann haben wir ein Poster mit dabei. So sieht das aus. Also wir haben hier ein richtig großes Poster. Ich glaube A1 dürfte das sein. Wir haben hier Enno in einem Bankschließfach, in einem Banktresor. Hier im Hintergrund sein Komplize mit Rucksack. Und hier werden diverse
Goldbarren eingepackt. Enno hier in diesem Fall mit Alles oder Nix Records Pullover. Und auf der Rückseite wird dann ein bisschen mit diesem GTA Artwork gebrochen, denn hier haben wir dann ein richtiges Foto von Enno hier mit einem Nerzmantel und oben rechts haben wir dann wieder den klassischen Enno Fuchsschriftzug in dieser GTA Optik. Jawohl, also beidseitig bedruckt das Poster und zweimal im Hochformat das Ganze. Dann haben wir mit dabei einen Fitness Shaker. Dieser ist von SEC Plus scheinbar gesponsert worden. Hier lesen wir SEC Plus Nutrition. Das Ganze in dem charakteristischen Giftgrün, in diesem Neongrün. Dann haben wir noch einen Sticker, der hier recht einfach abgeht. Also ein Enno Fuchs Sticker. So sieht das aus. Okay, da ist auch noch einer drauf. Hier haben wir dann die Mengen. Striche, also hier je nachdem, wie viel man einfüllen möchte. Das Ganze ist dann hier oben verschlossen. Kann dann hier geöffnet werden. Und dann schrauben wir das mal auf. Jawohl. Wir haben dann hier noch ein Sieb mit drinnen. Für das Pulver, damit das Ganze dann entsprechend beim Schütteln auch entsprechend durch dieses Sieb dann zerkleinert wird und auch beim Trinken dann keine großen Stückchen mit in den Mund gelangen. Kohlensäurehaltige. Okay. Ja, also das ist noch die Info, wie man diesen Shaker zu verwenden hat. Das erspare ich euch mal an dieser Stelle. Jeden, den es interessiert, kann sich natürlich das Video an dieser Stelle anhalten und nochmal im Detail durchgehen. Also, Standard Shaker fürs Fitnessstudio. Was lesen wir unten noch? Okay. 7333 gingen. Registered Design Protection. Alles klar. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Der Boxinhalt, der auch dafür verantwortlich ist, dass die Box so riesengroß ist. Und zwar ist das, Überraschung, ein Rucksack. Ja, ein Rucksack. Wir hatten ihn schon lange nicht mehr in einer Box mit dabei. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es ist ja schon einige Jahre her, dass der letzte Rucksack es in eine Box geschafft hat und der hat ja damals die Messlatte dermaßen hochgesetzt, dass sich dann lange, lange keiner mehr dran getraut hat, einen Rucksack reinzumachen. Ich glaube, dann gab es noch einen bei Diaspora von Celo und Abdi. Und das ist jetzt somit meines Wissens der dritte Rucksack, der es in eine Box geschafft hat. Wir haben hier so einen grauen Puma-Rucksack. Also hier wohl eine Kooperation mit Puma, die das Ganze hier möglich gemacht hat. Wir haben hier unten auf der Tasche einen Puma, der natürlich über das Logo, über den Schriftzug springt. Dann haben wir hier wieder einen Fuchs, Enno Fuchs AON 2019. So sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Wir haben dann hier auch noch einen Anhänger. Was lesen wir hier? Volume 22 Liter, Side Pocket, Reflective Detail. Okay, also wie gesagt, das ist Puma. Wahrscheinlich gibt es die auch so regulär zu kaufen. Machen wir mal kurz ab. So. Ja, und Reflective Detail dürfte dann wohl das hier sein, dass wir hier am Träger so ein reflektierendes Ding haben. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier zwei Taschen. Und zwar einmal hier die Haupttasche, die ist hier komplett mit Puma beschriftet, innenseitig. Und dann haben wir hier auch noch die Info, womit wir es zu tun haben. Also Puma, wo ist das Material? Okay, kann ich jetzt in diesem Fall nicht lesen. Hier steht nur irgendwas. Ah ja, doch. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Das ist leider schwierig. Also hier steht 100% Polyester und Made in Vietnam. Grüße gehen raus. Und vorne haben wir dann noch eine Tasche, ebenfalls mit Reißverschluss. So sieht das auch aus. Auch hier wieder alles mit Puma-Schriftzug
Und auf der Seite haben wir dann noch ein Netz, um zum Beispiel diesen Shaker oder sonstige Flaschen oder Inhalte unterzubringen. Jawohl, das passt ganz gut. Geht sich aus, wenn man ihn dann reinbekommt. So, ist natürlich jetzt auch schwierig, weil er überhaupt nicht gefüllt ist, aber passt auf jeden Fall rein, dieser Shaker. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Rucksack von Puma in Grau. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. 6 Sticker an der Zahl, 2 verschiedene Motive. Dreimal hier kreisförmig, dreimal hier quadratisch. Dann diesen Flyer, diesen Tourflyer, die unterschriebene Autogrammkarte, der Fitness-Shaker von SEC Plus, sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Fuchs von Enno. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Enno unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.